Also ich sage jetzt einfach mal, auch ein bisschen provokant, es gibt heute am Markt keinen einzigen wirklichen Cloud-Ansatz, der channelfreundlich ist. In Bezug darauf haben wir uns mit unserer Cloud-Lösung nur auf den Fachhandel beschränkt. Also der Direktvertrieb oder der heute noch vorhanden ist, hat keinen Zugriff auf unsere Cloud-Lösung. Die ist exklusiv für den Partnervertrieb. Herr Edler, was sagen Ihre Kunden? Fragen die Cloud nach? Definitiv ja. Spezielle Zielgruppen auf jeden Fall. Wir sprechen ja momentan davon, dass wir bis Ende des Jahres roundabout 80.000 bis 100.000 IP-Centrix-Kunden draußen haben. Das Ganze wird sich bis 2015 vermutlich verzehnfachen. Das sind zumal nochmal Studien, die mir vorliegen. Cloud ist einfach für den Partner zu verkaufen, weil er muss keine Hardware-Kenntnisse haben großartig. Es ist wirklich ganz einfach. Also grundsätzlich muss man auch mal sagen, die Cloud ist trotzdem da, egal wie wir es drehen und wenden. Das heißt, die Frage ist nur, wann stürzen wir uns drauf? Also zum Beispiel in Deutschland, wir sind im Durchschnitt, kann man sagen, mindestens 3 Jahre hinter angelsächsischen Ländern, zum Beispiel USA und auch Großbritannien mal hier rauszunehmen, hinten dran. Die Thematik, die wir heute haben, speziell für den Channel ist, dass, wo ist die Wertschöpfung für den Channel? Gehen wir doch ganz einfach mal weg von diesen Nebelkerzen, die verbal immer mit eingeworfen werden und sagen ganz einfach, lieber Kunde, du brauchst 100 Telefone kann ich dir anbieten. Dann fragen wir noch vielleicht noch ein paar Spezifikationen, hast du Filialisten etc. Und dann entscheidet sich das schon, ob ich eine zentrale Lösung oder eine dezentrale oder eine gehostete Lösung habe. Also ich denke, der Fachhandel als solches spielt eine unglaublich große Rolle, egal ob das eine lokale Technologie ist oder eine gehostete Technologie ist, denn die Implementierung als solches, die Vermarktung von Services, das ist doch das Entscheidende, was in letzter Konsequenz immer dem Fachhandel überbleibt. Und gerade bei gehosteten Lösungen, bei Cloud-Lösungen, ist es ja nicht so, dass wir Plug and Play haben. Viele, viele, gerade auch zum Beispiel Mittelständler, haben das Vertrauen einfach nicht in die Sicherheit, in den Anbieter. Gibt es diesen Anbieter auch in 5 oder 10 Jahren noch? Das ist das Thema. Und das würde ich zum Beispiel als die originäre Chance des Fachhandels sehen. Sie haben die Beziehung zum Endkunden. Sie haben auch letztendlich die vertrauensvolle Beziehung zum Endkunden. Und dann eben zu sagen auch, das können Sie natürlich auch letztendlich anbieten. Was im Umkehrschluss auch heißt, auch Sie müssen das Vertrauen natürlich in den Cloud-Anbieter zwangsläufig haben.